Hast du schon mal gehört, dass ein Glas Milch eine ganze Mahlzeit ist? Nun, technisch gesehen kann es als solche betrachtet werden, da es die 9 wichtigsten Nährstoffe für den menschlichen Körper enthält. Wie sich herausstellt, haben deine Mutter und deine Oma recht, wenn sie dich zwingen, täglich ein Glas Milch zu trinken. Wenn du es also gewohnt bist, Kaffee zu trinken, solltest du dir überlegen, ob du ihn nicht lieber durch Milch ersetzt. In diesem Video verraten wir dir, was mit deinem Körper passiert, wenn du jeden Tag ein Glas Milch trinkst. Nummer 1. Sie hilft beim Abnehmen. Wenn du mit Übergewicht zu kämpfen hast, kann Milch dir dabei helfen. Milch hat eine Reihe von Bestandteilen, die zur Gewichtsabnahme beitragen und eine Gewichtszunahme verhindern können. Zunächst einmal sorgt der hohe Eiweißgehalt dafür, dass du dich länger satt fühlst. Das wiederum kann übermäßiges Essen verhindern. Außerdem wurde die in der Milch enthaltene konjugierte Linolsäure daraufhin untersucht, dass sie die Gewichtsabnahme fördert, indem sie den Fettabbau unterstützt und die Fettproduktion hemmt. Zudem wurden viele Studien über eine kalziumreiche Ernährung mit einem geringen Risiko für Fettleibigkeit in Verbindung gebracht. Wenn du also Milch, am besten Vollmilch, in deine Ernährung einbaust, kann dir das helfen, ein paar Pfunde loszuwerden. Nummer 2. Hervorragend für die Knochengesundheit. Wenn es etwas gibt, das mit dem Milchtrinken schon lange in Verbindung gebracht wird, dann ist es die Tatsache, dass es unsere Knochen gesund hält. Erstens ist sie reich an Kalzium. Kalzium ist entscheidend für das Wachstum und die Entwicklung des Knochens. Tatsächlich gehen 99% des Kalziums im Körper in die Knochen und Zähne. Außerdem ist sie reich an anderen wichtigen Nährstoffen wie Phosphor, Eiweiß, Kalium und Vitamin K. Milch ist auch eine hervorragende Quelle für Magnesium und Vitamin D. All diese Nährstoffe sind notwendig, um starke, gesunde Knochen zu erhalten. Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von Milch und Milchprodukten das Risiko von Osteoporose und Knochenbrüchen verringert, insbesondere bei älteren Menschen. Ein weiterer wichtiger Nährstoff für die Knochengesundheit ist Eiweiß, das reichlich in Milch enthalten ist. Nummer 3. Sie fördert den Muskelaufbau. Milch fördert auch den Aufbau von Muskelmasse, vor allem wegen der darin enthaltenen Proteine. Milch enthält alle 9 essentiellen Aminosäuren. Dazu gehören auch verzweigkettige Aminosäuren, die besonders beim Muskelaufbau helfen, den Muskelabbau verhindern und bei sportlicher Betätigung Treibstoff liefern können. Außerdem wird der tägliche Konsum von Milch laut mehreren Studien mit einem geringen Risiko für altersbedingten Muskelabbau in Verbindung gebracht. Wenn du nach dem Training Milch trinkst, hilft sie dem Körper, sich zu erholen und die Muskeln zu reparieren. Darüber hinaus kann Milch nach dem Training Muskelschäden verringern, die Muskelreparatur fördern und Muskelkater lindern. Nummer 4. Sie fördert die Gesundheit der Zähne. Wie bereits erwähnt, wird das meiste Kalzium im Körper in die Knochen und Zähne gespeichert. Und es gibt nichts Besseres, als Milch zu trinken, um deine Zähne zu stärken oder Schäden zu verhindern. Berichten zufolge kann ein Glas Milch am Tag helfen, Karies und Zahnfäule vorzubeugen. Dabei ist zu beachten, dass Kalzium nur dann vom Körper aufgenommen werden kann, wenn auch Vitamin D vorhanden ist. Du musst also darauf achten, dass du Milch trinkst, die mit Vitamin D angereichert ist. Außerdem enthält Milch und Milchprodukte nicht nur Kalzium und Phosphor, sondern auch Casein-Protein. All diese Stoffe bilden zusammen einen Schutzfilm auf dem Zahnschmelz. Diese Schicht hilft dabei, Karies zu verhindern und deine Zähne gesund zu halten. Und Nummer 5. Es hilft, Krankheiten abzuwehren. Kalzium hält nicht nur Knochen und Zähne gesund, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Pumpleistung des Herzens, indem es dafür sorgt, dass sich die Muskeln effizient zusammenziehen können. Aus diesem Grund kann ein Glas Milch am Tag tödliche Krankheiten wie Schlaganfall und Bluthochdruck in Schach halten. Der Zusammenhang zwischen stabilisiertem Blutdruck und Milch ist vor allem auf das Trio von Mineralien in der Milch zurückzuführen, nämlich Kalzium, Kalium und Magnesium. Außerdem hilft der Milchzucker in der Milch, die Produktion von schlechtem Cholesterin in der Leber zu verringern. Dadurch verbessert sich nicht nur deine Sehkraft, sondern auch dein Körper kann bestimmte Krebsarten bekämpfen. Es genügt zu sagen, dass Milch ein verdammt guter Krankheitsbekämpfer ist. Möchtest du jetzt noch wissen, was mit dir passiert, wenn du täglich einen Pfirsich isst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.